Vater Unser. Das Vater Unser ist das verbreitetste Gebet im Christentum. Das Vater Unser soll direkt von Jesus von Nazareth seinen Jüngern gelehrt worden sein. Das Vater Unser befindet sich im Matthäusevangelium mit 7 Bitten. Im Lukasevangelium gibt es eine kürzere Version des Vater Unser, dabei gibt es 5 Bitten. Das Vaterunser ist vermutlich der bekannteste Text der Bibel. Das Vaterunser wird auch genannt Pater Noster. Pater heißt Vater, Noster heißt dann wieder Unser. Das Vaterunser wird auch genannt Oratio Dominica, was dann heißt das Gebet des Herrn. In der lutherischen Tradition wird es auch genannt das Gebet des Herrn oder das Herrengebet. Und in den reformierten Kirchen wird das Vater Unser auch bezeichnet als unser Vater. Das Vater Unser wird auf verschiedene Weisen übersetzt. Sicherlich das populärste ist in 7 Teilen und ich möchte die einzelnen Teile kurz interpretieren. Vater Unser im Himmel. Das drückt aus, Gott ist unser Vater, wir können uns an Gott wenden. Gott hat uns geschaffen, Gott ist jederzeit da. Ein Vater, ein idealer Vater, hat bedingungslose Liebe zu seinen Kindern, will aber auch, dass die Kinder sich entwickeln. Vater unser im Himmel heißt, Gott ist letztlich in einer höheren Region und wir können auf Gott bauen, selbst wenn wir einmal auf der Erde nicht erfahren, selbst wenn es so scheint, als ob Gott weit weg ist, wir können ihn immer erfahren. Geheiligt werde dein Name. Der Name Gottes ist wichtig. Im Yoga finden wir die Aussage, dass Mantras letztlich der Name Gottes sind. Und indem wir Gottes Namen rufen, werden wir mit Gott verbunden. So können wir Gott als Vater bezeichnen, wir können Gott als Gott bezeichnen, wir können Gott als Adonai bezeichnen, das wäre ein jüdischer Gottesbegriff, wir können Gott nennen Brahma, Vishnu, Shiva, Durga, Lakshmi, Saraswati. In dem Moment, in dem man den Namen Gottes anruft, ist Gott erfahrbar. Dein Reich komme. Das Reich Gottes ist immer da. Natürlich, Gottes Reich ist immer da. Aber wir wollen es erfahren. Mögen wir Gott erfahren. Mögen wir erfahren, dass alles Gottes Reich ist. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Natürlich ist das ein Paradox, denn der Wille Gottes geschieht immer. Gott ist allmächtig, allgegenwärtig, allmächtig, allwissend. Natürlich, Gottes Wille geschieht immer. Wir wollen damit sagen, wir wollen deinen Willen geschehen lassen. Wie im Himmel, so auf Erden, also in der spirituellen Welt und in der materiellen Welt. Gottes Wille geschieht und wir wollen sagen, wir wollen deinen Willen tun. Ich bitte, zeige mir deinen Willen, lass mich deinen Willen tun, auf spirituellem Gebiet und auf weltlichem Gebiet. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das Brot steht für alles, was wir auf dieser Welt brauchen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir zum Leben haben, was wir brauchen. Es kann jederzeit sein, dass wir alles wieder verlieren. Wir wollen dankbar sein und wir wollen uns bewusst machen, alles, was wir auf physischer Welt bekommen, bekommen wir letztlich von Gott. Darum bitten wir darum, unser tägliches Brot gib uns heute. Und lass uns bewusst sein, dass alles, was wir bekommen, letztlich von dir ist. Und vergib uns unsere Schuld. Als Mensch laden wir immer wieder Schuld auf. Und der Schuldbegriff wurde oft genug kritisiert. Aber realistisch gesehen, als spirituelle Menschen und auch als religiöse Menschen haben wir hohe Ideale. Wir werden diesen Idealen nicht immer gerecht werden können. Und so bitten wir Gott, vergib uns unsere Schuld. Wir werden unseren Idealen nicht gerecht, wir werden den Geboten Gottes nicht gerecht, aber Gott vergibt uns auch unsere Schuld. Und dann heißt es hier, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Auch andere machen sich schuldig an uns. Auch andere werden den hohen Idealen nicht gerecht. Menschen tun uns Dinge, die nicht richtig sind.
Und anstatt im Groll zu verharren und im schlechten Gewissen zu verharren, nehmen wir uns vor, wir wollen denen verzeihen, die uns gegenüber sich schuldig gemacht haben. Und führe uns nicht in Versuchung. Es gehört auch dazu, dass in vielerlei Hinsicht Versuchungen entstehen. Nicht jede Chance, die kommt, ist auch eine Chance. Es könnte eine Versuchung sein. Immer wieder kommen Versuchungen. Und wir bitten darum, oh Gott, bitte führe uns nicht in Versuchung und lass uns erkennen, wann etwas eine Versuchung ist. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Was auch immer man jetzt von der Böse verstehen will. Im Yoga sprechen wir nicht vom Bösen als dem Teufel, sondern ist das Unethische, das, was wir nicht tun wollen. Wir haben immer wieder die Neigung, auch Dinge zu tun, die nicht richtig sind. Wir handeln aus Ärger, aus Angst, aus Gier, aus Eifersucht, aus Neid, aus Gekränktheit, aus Angst vor Ablehnung und vielem anderen. Wir wollen aber aus der Liebe heraus handeln. Erlöse uns von dem Bösen, erlöse uns von Handeln aus Angst, Ablehnung und so weiter. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Reich, Kraft und Herrlichkeit kann man deuten als die drei Welten. Reich ist hier die physische Welt, die Kraft ist die Astralwelt und die Herrlichkeit ist die Kausalwelt. Und die Ewigkeit ist letztlich das, was über alle drei Welten hinausgeht. Man kann sagen, letztlich diese physische Welt, die ist dir. Dort, das ist deine Welt. Die ganze physische Welt ist letztlich von dir geschaffen, von dir durchdrungen, wird von dir regiert. Die Kraft, das Prana, die Shakti, die Lebensenergie, die Feinstoffwelt, auch all das, das bist du. Und die Herrlichkeit, also die Kausalwelt. Man könnte es auch noch anders deuten. Es gibt auch Sat-Chit-Ananda. Man könnte sagen, das Reich des Seins, das ist Sat. Die Kraft, die letztlich das Bewusstsein ist, ist Chit. Und Ananda ist die Herrlichkeit. In dieser Dreiheit, Reich, Kraft, Herrlichkeit, kann man viele Trinitäten sehen. Man kann dort auch zum Beispiel eine Grundtrinität der Kabbalah des Lebensbaums sehen. So gibt es viele Deutungen. Wir können auch sagen, Reich symbolisiert die Welt, Kraft ist die Shakti und die Herrlichkeit ist letztlich die Schönheit Gottes. All das ist Gott in Ewigkeit. Und zum Schluss, Amen, so ist es, so sei es, so möge ich's erfahren. Ich möchte das Vaterunser noch einmal beten, sein wunderschönes Gebet, das einen tief berühren kann und was höchste Weisheit ausdrückt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.